Ich weiß aber immer noch auf jeden Fall, dass in Deutschland 60% Arbeitnehmer sind Arbeiter, meistens Handarbeiter, und im Bundestag sitzen gehen. Im Bundestag sitzen Juristen und Beamte und Lehrer, die ja nur 8% der Bevölkerung ausmachen. Frage, ist das Demokratie hier? Frage. Mir sagt man, wenn ich mit meinen Genossen und Kollegen der DDR diskutiere, vielleicht habt ihr einen noch, obwohl ihr erkennt, die sagen, ist das für euch Demokratie? Muss man antworten. Und ich sage, nein. Ja, ich sage, bei euch auch keine Demokratie. Was sagt, ja, genau. Genau, wir 64% Arbeiter, 22% Angestellte, wir haben nur Mobilau und wo kommen die rein? Und bei uns auf den Schulen sitzen die Arbeiterkinder. Wir haben euch auf den Schulen, obwohl, sitzt das Bürgertum, Rechtsanwaltskinder und so weiter. Ist das Demokratie? Wenn sich das irgendwie einschmiegt, dass man mit den Vorstellungen der Eurokommunisten, ich sage mal, näher mit beschäftigt war. Ich glaube, mit dem Gräuel Stalin muss ganz offen, auch in der hiesigen DKP, mal ein Schlussstrich gezogen werden. Denn es ist unmöglich, dass man nicht notwendig das Mann. Dann denkt man hier, mit der Frau, hier die Stalin Kastor Zwangsarbeit, die sind ja. Wir zurückkamen ja als Helfer der Linie die Nazi-Bewegung eingestuft worden. Naja, also ich wollte nur weiter erzählen und jetzt kommt es weiter, es geht es weiter. Es kam bei der Sitzung, die müssen das Originalprotokoll haben, ne? Ich habe es nicht mehr. Es kam bei einer Stimmenthaltung zu dem Beschluss, dass alle Distriktsversammlungen im Vorstand früh genug zu melden seien, aus Angst. Damit diese die Möglichkeit haben, dort vertreten zu sein und jede öffentliche Versammlung sollte nur in Verbindung und Einverständnis des Vorstandes durchgeführt werden. Und jede offizielle Zusammenkunft von Distriktsleitern mit Vertretern der KPD sei abzulehnen. Anträge dafür seien an den Parteivorstand zu leiten. Das Verhältnis untereinander und das Verhalten der Parteien gegeneinander in der neuen Demokratie wurde offensichtlich noch nicht eingeübt, wobei die SPD von vornherein ein außerordentlich großes Maß an Toleranz an den Tag legte. Sie vertrat jedenfalls die Ansicht, dass die KPD mit zur Verantwortung für das kommunale Geschehen in Mülheim heranzuziehen sei. Nicht nur der Bereitschaft zur Zubildung des Bürgermeisteramtes kam das zur Ausdruck, auch dem frei werdenden Posten des Fürsorgedezernenten in der Verwaltung sollte die KPD stellen. Und immer wieder hieß es, die SPD bleibe beschlussmäßig selbstständig, sie werde jedoch von Fall zu Fall, überall wo es notwendig sei, mit unseren kommunistischen Freunden einen Weg gehen, wenn es heißt, irgendetwas für die Schaffung der Bevölkerung herauszuholen. In der Vertrauensmännerversammlung vom 28. April 1946 hatte der Vorstand allerdings auch Veranlassung zur schärferen und deutlicheren Tönen. Wir haben bisher in der Agitation jeden Angriff gegen die Kommunistische Partei unterlassen. Wenn die KPD allerdings fortfährt, unsere Führung genossen Dr. Schumacher in der gemeinsten Weise anzugreifen, sehen wir uns gezwungen, dagegen Maßnahmen zu ergreifen. Wir wünschen diesen Kampf nicht, sind aber auch nicht gewillt, uns einen Maulkorb aufzubinden, wenn es von der KPD versucht wird, die sozialistischen Parteien durch eine derartige gemeine Kampfesweise aufzuspalten. Es ist also nicht unsere Schuld, wenn es in der kommenden Zeit zu scharfen Auseinandersetzungen mit der KPD kommen wird. Die Vertrauensländer nahmen eine Entschließung der Unterbezirksdelegiertenkonferenz vom 14. April 1946 gegen, der verdient festgehalten zu werden. Es hieß darin, die Versammlung bekennt sich zur Notwendigkeit einer geeigneten großen sozialistischen Arbeiterbewegung. Die Versammlung bekennt sich zur Notwendigkeit einer geeinigten großen sozialistischen Arbeiterbewegung und strebt ihre Verwirklichung an. Doch hält sie den Zeitpunkt durch das Fehlen der praktischen, theoretischen Klärung noch nicht für gegeben. Die Einheit kann nur wachsen aus der Zusammenarbeit in den Tagesfragen, bis das vorhandene Misstrauen überwunden wird. Betont wurde, dass sie nur erfolgen können unter Beibehaltung des demokratischen Selbstbestimmungsrechts. Und weiter, eine überstürzte Vereinigung beider sozialistischen Parteien wird der gesamtsozialistischen Bewegung mehr schaden als nützen. Also nur Auszüge, das wahrscheinlich haben wir das Protokoll, ich habe es nicht immer gesehen, das Protokoll.
denn aufgrund der Tatsache, dass wir in Spelldorf mit den kommunistischen Kollegen, Genossen zusammenarbeiten, ideologisch zusammenarbeiten. Wir haben auch zusammen Versammlungen gemacht, zum Beispiel die Elternversammlung mit den Kollegen der kommunistischen Parteien. Fritz Müllerstein hat ja die Flugblätter immer so gelassen in seinem Büro, der Eisenbahn. Also wir haben da gearbeitet schon, wir haben allerdings keine Gesamtpartei, also keine Versammlung gemacht bei den Parteien, wohl in Funktionärkreisen, das haben wir gemacht. Aber das war auch nur so, dass wir das neben unseren Funktionären freistellen. Naja, das war privat. Das war mehr oder weniger aus vorsichtigen Gründen privat. Also wir haben auf jeden Fall die Mühle im Spiel auf unserer Plakate nicht gegenseitig übernommen, nicht gegenseitig abgerissen, wie es in anderen Bezirken war, wo der Kampf von vor 1933 wieder aufschlappte. Bist du da gewesen? Ich kann rumsuchen, wie das war. Ich war damals schon mit der Sozialistischen Arbeiterpartei. Ah, ich war schon mal bei Schatter, ich weiß noch nicht, ob das gut war. Da hat Anfang Anschlüsse geleistet, da haben wir eine Selbstschutzorganisation schaffen wollen. Auch geschafft. Aber die hat man ganz kurz gestanden, weil ja dann plötzlich die Nazis waren. Dann ist der gar nicht mehr richtig zum Leben. Also die Bewegungen waren nicht so. Das ist übrigens was, das können wir für unseren Film nochmal aufnehmen. Ne? Für den Videofilm können wir das nochmal aufnehmen. Ja? Da wollten wir dich nochmal fragen, ob du da so übernächste Woche mal Zeit hast, dann gucken wir uns halt mal an, wo das gewesen ist. Ja, das ist eine Bierhandlung. Ne? Ja, ist ja klar. Also wie sieht er heute aus? Der Saal besteht aber noch. Das Haus ist modernisiert. Das Hotel heute. Das sieht ganz anders aus wie damals. Da waren Kommunisten, da waren Sozialdemokraten, Reichsbanner-Leute, waren alle da. Und wir und die SAP, die waren alle da. Und von anderen Anschlüssen. Ansprechen. Da war der einzige Überlebende noch kurz, bei dem ich wusste. Und wenn du da auch noch bei sein solltest, dann glaube ich nicht. Erstens mal war ich ja in der damaligen Zeit auch sehr viel essen, weil ich ja im ersten Mal in der Schule war. Ich hatte ja so sehr an den politischen Aktionen, bis auf die Veranstaltung, die wir von ISO selbst machten, ne? In der Stadthalle, in der Kirchhäuser damals. Habe ich mich um die Mühlheimer SPD da weniger gekümmert. War zwar Mitglied, ich weiß noch, dass wir am Forschendeich da oben in dem Stübchen, so ein kleines Stübchen mit 20 Mann auf Schränken saßen und so weiter. Aber ich, da war ich, glaube ich, nicht. Zumindest habe ich Anstöße nicht in Erinnerung. Vielleicht können wir noch mal kurz auf eine andere Sache zurückkommen, die mich mal interessieren, und zwar die erste Kommunalwahl in Mühlheim, die war 46. Da hatte, glaube ich, die CDU die Mehrheit. Weiß da noch jemand, warum das der Fall war? Lag das jetzt am Wahlsystem? Oh. Oder? Ja. So, 46. Da hat auf unserer Liste gestanden, die Spelldorf hat dann jeder drei Stimmen. Da habe ich auch noch gut. Und da kandidiert Kalisch, da hat Spicker, Demio und Käthe Schuh. Ah ja. Auf unserer Liste. Links der Ruhr, für Bräuch-Spelldorf zusammen, glaube ich. Nein. Käthe Schul war doch nicht in Spelldorf. Ja, wir hatten ja keinen. Ach so. Wir hatten nicht mehr, wir sprechen ja keinen. Da mussten wir, weil meine Frau haben wollte, mussten wir auf der anderen Seite des Distrikt Bräuch und hatten die Käthe Schul kandidiert. Wir sind aber alle drei durchgefallen, weil die CDU alle drei Stimmen und alle drei die zogen. Da hatte einer drei Stimmen. Jeder Wähler hatte drei Stimmen. Der konnte also drei anwählen. Konnte auch einer an. Eben nur von deinem Wahlrecht die ausreichend im Auge machen. Da hat die CDU alle drei Mandate in Spelldorf gestellt. Bojon. Also so war dann die absolute Mehrheit. Und diese 46er Wahl, da hat sie nur bis 48 gestellt. Und dann wurde gewählt, da haben wir Spelldorf ja alle drei Mandate.
mich kandidiert. Weil ich da oben in Prinzenviertel nach Lingerhof, da war ich so stolz geschwört, wieder. Ich werde auf jeden das Vertrauen, dass ich mich jetzt nicht setzen täuschen, damit ich dann aus dem Vater auch nicht in Bayern geholt habe. Da muss ich auch scheinen. Ich hatte da so viel Optimismus, weil ich umgeschult habe, und dann hätte ich da schon im Betrieb gesagt, irgendwie hätte ich mich schon langsam wieder durchgesetzt. Ja, und dann bin ich dann in einer Arztbeziehung gewesen, beim Ausscheiden, das nicht aus, bin vorher ausgetreten aus Protest gegen diese Verschleierung, Schuldirektoren, Nazis, ich kam wieder rein in Amtenhöhe, kriegten sie auch Rückzahlungen und so weiter. Da haben wir natürlich gedacht, da war ich eine Million ausgetreten aus der Kultur. Und wie das nun kam, da kam man auf mich zu und sagte, sag mal, wir müssen in der IG Metall den dritten Sekretär ein, zunächst der politische Name, ein CDU-Mann, der Name auch, der ist mehr, wir brauchen eine Sozialkraft. Vorstand hat beschlossen, du sollst das sein. Karl Kerkmann hat gesagt, der andere Leuchter. Das ist der gegebene Mann für Angestelltenfahrer, Handelsfahrer, Jugendfahrer. Da bin ich den mit dem Metallsekretär geworden, bedient bis zu meiner Kompetenz. Ja, so war das dann. Noch eine Frage, wie hat sich das denn entwickelt? So nach 45 waren ja die von der SPD so übrig geblieben waren und da auch so direkte Erfahrungen mit den Nazis gemacht haben, eigentlich relativ wenig, die sich da sofort wieder konstituiert hatten als Partei. wann kam denn so? Teil war im KZ geblieben und in Gefangenschaft geblieben und so weiter und so fort. Ist ja ein großer Teil, die ja draußen geblieben, die gar nicht zurückgekommen sind. Wann kam denn da so der große Mitglieder? Die auch nichts taten, wahrscheinlich. Wer ist denn dann so später alles? Ja, wer ist da so eingetreten? Wo kamen die her? Und in welcher dass viele, die vor 33 dabei waren, oder ich möchte das sagen, die vor 33 Sozialdemokraten waren, die haben wir nachher nicht alle wiedergesehen. Das war schon mal der Stamm. Nicht? Und dann Arbeitskollegen und was. So, ich meine, der Zuspruch war im Anfang schon ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie stark wir waren, als wir uns bildeten. Ich glaube, für den ganzen Unterbezirk waren es damals 800. Ne? Ja, den Stelllauf nach den Unterlagen, die ich damals bekam, zum Beispiel für 27 Mann, die noch übrig geblieben waren. Damals waren 21 Mann da. Ach, der war das damals. Der Rentmeister, ne? Ja. Ja, der große Boom. Ja, ich habe die Frage. Jetzt angekommen nach 48. Nach dem Bundesberger Programm kam eigentlich. Ja, das ist noch später. Nein, die war 48 hier und so war ich. Ach so, ja. Da kamen denn die Leute zu uns, da wurden die Distrikte plötzlich sehr verstellt und 120 Mann stark. Aber ja, haben wir auch viel gearbeitet, Kinderkreisung und unsere Gemeinschaftsschulen und alle diese Dinge, da hat die Leute ja auch angesprochen. Ja, ich glaube auch, dass wir durch unsere Kleinarbeit das sagen, bei der Bevölkerung irgendwie anfangen kann. Genau. Die Sozialdemokraten, die CDU hatte sich ja erst neu gebildet nach 1945. Ne? Die hat ja vorher nicht bestanden und das Zentrum hat ja anfangs in Mühlheim auch noch bestanden, also die alten Zentrumsleute, aus der die CDU zum großen Teil hervorgegangen ist. Da blieben so alte Leute, Parteigänger des Zentrums, blieben erst nochmal ihrem Zentrum treu, weil sie glaubten, wir wollen nur eine reine, das war ja, das Zentrum war ja eine fast reine katholische Partei früher. Und die wollten also noch nicht so ohne weiteres mit den Protestanten zusammen in einer Partei sein. Das waren aber
leider viel zu wenig. Nicht? Denn die waren im Grunde, ja nun, und die CDU hatte ja auch einen Anfang, wenn ich an das Ahrender Programm denke, nicht? Die da noch so soziale Töne führten, die würden heute für die Sozialdemokraten noch radikal klingen, wenn man das durchgeführt hätte. Und damit haben die dann auch einen Teil aus der Arbeiterschaft geworden, nicht? Und da die christlichen Gewerkschaften in dem Sinn gar nicht mehr zustande kamen, schlossen die sich dann, wann haben wir die wann ist die, der WGB gebildet worden, wann war das? Ja. Bei auch Berlin. Dann hat die FD gebildet. Nee, wir nannten uns zuerst FDGB und zwar sollte das so ungefähr so wie drüben sein. Der EGB sollte zentral sein und die Gewerkschaften sollten nur die Gliederung sein. Aber nach einer Konferenz hat man die anders besonnen, hat man den DGB entmachtet, hat man den dezentralisiert, da wurden die Gewerkschaften alle jetzt selbstständig gemacht. Denn die ersten Beiträge sind hier von Tilman Bozen, der Kassierer vom FDGB, damit eingezogen worden. Also eine zentrale Stelle. Ja. Und das hat hier lange gedauert nach diesem Kongress, da wurde denn alles selbstständig. Für die IG Metall, das ist dann gekommen, dass sie der öffentliche Wert hat. Dann nannten sie den DGB. DGB ist nämlich der Name der ehemaligen Dachorganisation der christlichen Gewerkschaften. Die freien Gewerkschaften nannten sie der ADGB, Allgemeine Deutsche Gewerkschaften. Der christliche Gewerkschaftsbund, der nannte sie DGB, Deutsche Gewerkschaft. Das war so ein bisschen Konfession, auch wahrscheinlich hat man so ein bisschen Vorsicht gesagt, wo man ja ungeheuer Vermögenswert auch nicht hat man ja auch gemacht. Das hat man jetzt bis heute nicht geräumt, auch die anderen Gewerkschaften. Das Stück, was wir behalten müssen, die Perle, die ist zu verteidigen. Meine Frage zielte dahin, weil ich mir vorstellen könnte, dass also bei der zweiten Wahl, wo die SPD also die Mehrheit bekommen hat, da dann auch für, naja, sagen wir mal, für viele Leute ein Anreiz gewesen ist, dann da jetzt, aus welchen Gründen auch immer, da jetzt beizutreten. Ja, ich suche nach den Gründen, die den Wandel von 46 auf 48 herbeigeführt haben. Mhm. Danach, aber damals, ich glaube, wir haben ja doch einige Persönlichkeiten, auch damals schon Töne als Fraktionsvorsitzender damals. Ne? Kröschner war ein Mann, der erste Bürgermeister 46 war. Ne? Diedrichs war Oberbürgermeister, Kröschner war Bürgermeister. Dann hatten wir so Leute wie Brucker, Striebeck, die in der Öffentlichkeit irgendwie ein ungeheures persönliches Fluidum hinterließen, da wo sie auftraten. Ne? Brucker, früher mal Syndikalist, nicht wahr, hat also auch in der Arbeiterbewegung doch großes Vertrauen, vor allen Dingen konnte er ungeheuer gut reden, nicht? Ohne Konzept konnte der zwei Stunden sprechen, das war ganz großartig bei ihm. Brucker in seinen besten Zeiten war eigentlich ein guter Agitator für die Sozialdemokratische Partei. Und vor allen Dingen, damals war es ja noch so, die 80%, die hatten ja alle nichts. Ne? Und wir waren einfach, nun ist ja auch die noch unter Druck, die erste Wahl unter Druck der Militärregierung zustande gekommen. Ne? Dann war ja Termin und Wahltermin und alles das. Das ging nicht von den Parteien aus, sondern war damals noch ein Akt der Militärregierung. Und in der Zwischenzeit haben wir uns wahrscheinlich, schätze ich, meine, ich bin nie in einem großen Betrieb gewesen, so, also als Arbeiter, so dass ich das nicht so miterleben kann. Aber ich kann mir denken, dass unsere Leute in den Betrieben gegen die Montage und, nicht wahr, auch sehr hart angekämpft haben und ungeheuer immer wieder nach sozialen Forderungen drängten. Dass uns eigentlich da die Mehrheit der Arbeiter zumindest sicher war. Ne? Ja, halt von auch die Frage, ist wirklich recht die Frage gestellt. Denn ein solcher Umschwung,
diesem kurzen Zeitraum, ja, von 46, 48, der SPD hatte nicht die Abschlussung. Die hatte nur die Abschlussung werden mit den drei Kommunisten. Von den beiden Parteien. 46 war nur ein Kommunist, von der Scheu. 48 kamen drei rein. Und da hatten wir die Mehrheit. Da haben wir natürlich schon Stierisch hat er den, wo war der, und die Frage ist wirklich zu stellen, wie das kam. Und Fritz Schlopp hat auf diese persönliche Ja, ich meine auch auf auf das Eingehen der sozialen Frage, des Schaffenden. Das ist das. Die CDU dachte natürlich nur an die Restaurierung ihrer alten Position. Die hat die ganz vergessen, dass Mülheim eine Arbeiterstadt war. Von dem wir früher ja hier das Rheinische Potsdam waren. Dass die Arbeiter hier wenig, keine Rolle spielten. Waren hier die Stadt mit dem stärksten Anteil der NSDAP, deutschen nationalen Alten. Aber hier hat doch eine Bewusstseinsklärung durch den Krieg stattgefunden, dass die Arbeiter dann plötzlich sahen, mit der Schule, wir machten Reden und wir machten öffentliche Versammlungen. In der Löwenhof haben wir Versammlungen gehabt, haben Redner geholt, und war es im öffentliche Versammlungen gemacht. Hat die Sache die auch gemacht, war auch falsch. Aber dann ist dann tatsächlich so, dann kam das von jedem Tag. Diese Geschichte mit dem Krieg, die kam mit der Tolle. Das hat ja irgendwie der SPD aufgetreten gegeben. Ganz seltsam ist das. Anders kann ich mir das auch nicht erklären, dass wir 46 alle drei Mandate verloren, kein Zusatz, und 48 alle drei Mandate wollten. Das war ein Zuwachs von ungefähr 30%, die wir brauchten, um das zu bewerkstelligen. Also da liegt da etwas, was man wirklich grundlegend mal untersuchen sollte. Denn es gab ja keine Zeit. Wir hatten doch kaum Broschüren. Wir hatten doch kaum die Möglichkeit ausliefern. Es gab kein Fernsehen. Mund Radio ganz selten. Mund so zu Mund. Ich wollte auch sagen. Und dann haben wir einen Speller, das wir von ihm vergessen, Speller. Ich muss nochmal so tun, nicht, weil da haben wir nichts mit zu tun gehabt. Unsere Kinderspeise, die wir Speller gemacht haben, in den Schulen haben wir unten die Küchen ausgebaut. Die Kinder kriegen in der Schule Kinderspeise. Die Kinderspeise war ja damals gerettet. Während die anderen das von der Wurstfabrik Mühlweg bekamen. Haben wohl uns Frauen. Hier. Ja, genau. Ja, ich war da nicht drin. Ich habe da 3 Jahre die ganze Schulspeise. Da mussten die Kinder dort mal. Ich da 3 Jahre, aber ohne Geld, ohne Bezahlung, ohne irgendetwas. Ehrenamtlich. Die mussten dann raten, wann die kamen. Die Kinder, die bekamen das Essen unregelmäßig. Und bei uns kam es sofort regelmäßig in der Pause. Nee, da muss 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 700 Kinder abgeschlossen. Und das sprach sich doch uns. Und dann unsere Aktion mit der Gemeinschaftsschule. Nee. Da haben wir ja Elternversammlungen gemacht. Da war auch Briefe. Friedrich Menzel. Mhm. Und der Professor da, wieder mal oben, der war da auch, der hat auch gesprochen. Also wir haben was hingeschickt. Alte Leute, die kriegen auch da von der Speise im besonderen Falle, wenn sie. Deswegen glaube ich, dass wir im Spelldorf durch unsere Zusammenarbeit, Arbeiterwohlfahrt, die Frauen, nicht hier, unter Einsatz ihrer Freizeit, ohne einen Pfennig Geld, morgens früh um 6 Uhr, und es waren 500 Kinder, ne? 700 Kinder, das darf man nicht vergessen. Und das könnte unter Umständen in Spelldorf eine Erklärung sein. Ja, ich meine auch im Großen und Ganzen, in der Sozialdemokratischen Partei war einfach, ich erinnere mich immer an ein Buch von Otten Winkler, der hat ein Buch geschrieben, Jimmy Higgins heißt das. Und dieser Jimmy Higgins ist die Person, die so sich überall einsetzt, wo Not zu lindern und zu helfen ist und. Also karikativ, aber in einem politischen Sinne, ne? Und den Eindruck hatte ich auch so nach 46 von unseren damals noch wenigen Leuten, die in der Partei waren. Weihnachtsfeste da braucht gestaltet, man, dass ich hier mal ins Wort falle, Weihnachtsfeste gestaltet, da haben wir gesammelt, da sind wir von der Zingelmann gegangen, da sind wir überall hin, haben Sachen zusammengesammelt, haben, da gab es ja noch Bezugsscheine teilweise, nicht Alfred? Und der Arno nach der Stadtverwaltung, die auf Mustenburg fett haben, da hat sich den Bäcker gefunden, der Spekulatius machen würde für die Weihnachtsfeste, aber er braucht.
brauchte Fett, er brauchte Mehl, er brauchte was. Da ist mein Mann zur Stadtverwaltung und hat er da beim Versorgungsamt erkämpft, dass er da ein paar Gutscheine fest nahm und einen Schein für 2 Pfund Mehl gekriegt und für so und so viel Mehl und so und so viel Zucker. Und ich hatte dann die Bäcker mit dem Stellbau und ja, sagt er, der andere spricht hier dabei, das ist schon mal ein Grund. Also da kann ich schon mal was anpacken. Da hatte er Spekulatius gebacken für die Kinder wunderbar. Kann die nur vom Hören da. Ja, ich bin auch da. Und was da sonst Bonbons von Tengelmann habe ich da zusammen geschnurrt, da bin ich ja zu dem Leiter von Schmidt Scholl. Tengelmann bin ich das damals hingegangen. Ja, und da kriegt man dann so ein paar 10 Pfund voll Bonbons. Also wir haben dann alles so Spielzeuge. Die hat mein Mann auf der Hütte in der Schreinerei von Abfallholz, hat er Tiere basteln lassen und Wägelchen mit Pferdchen davor und so weiter. Das war aber alles von der Modellschreinerei, war schönes Holz und die haben das alles, die Kollegen haben das gemacht, ne? Und dann zu uns nach Hause, jetzt waren die aber, oh, die waren nicht angestrichen. Dann haben wir mit den Frauen von der AWO, ne, haben uns dann zusammengesetzt, bei mir in der Wohnung, alles in der Wohnung, wir hatten ja keine Möglichkeit, woanders irgendwie. Dann hat mein Mann Farbtöpfe besorgt noch von der Hütte, die waren ja, einer arbeitete mit dem anderen zusammen, alles, ne? Dann haben wir die angestrichen, in Rot und Blau und Grün und diese Tiere und diese Wägelchen. Und das richten die Kinder denn zur Weihnachtsfeier. Jedes Kind kriegte ein Geschenk, ein Tier oder irgendwas und eine Tüte voll. Und was wir damals zusammen organisiert haben, ist unglaublich, wie schwer das war, das zusammen zu organisieren. Und das hat natürlich auch alles dazu beigetragen, mein Gott, die SPD, was die macht, was die kann, die sorgt für die Kinder, die sorgt für die alten Leute, ne? die Kinderspeisung, die kriegten in den Schulen, das war damals, wo die Not so groß war, wo wir nur diese geringen Mengen auf Karten bekamen und dann die Kinder diese Kinderspeisung bekamen. Das haben wir ja von Schweden. Die Schwedenspeisung war das. Die Schweden haben ja diese Sachen geschickt, dass wir das überhaupt machen konnten, die Kinderspeisung. Wir hatten ja nichts, wir waren ja bettelarm. Ne? Wenn die Schweden das damals nicht geschickt hätten, dann hätten wir das ja auch nicht gekonnt. Aber die haben dann bergeweise, kann man sagen, geschickt. Unter anderem haben sie auch Care-Pakete geschickt für ganz Kranke, für ganz alte Leute. Die kamen dann bei der Arbeiterwohlfahrt in der Hauptstelle an und wir kriegen die einzelnen Distrikte zum Verteilen. Dann haben wir auch ein Care-Paket aufgeteilt. Fischverteilung haben wir gemacht, Kartoffelchipsverteilung. Dann wurde das dann bei mir unten auf der Veranda, von der sich nie eine Waage kann. Also wir haben, möchte ich auch sagen, wir haben nicht von Anfang an vielleicht nicht ideologisch gesiegt, sondern die Leute waren einfach, fühlten sich hingezogen durch die Bereitschaft der Hilfe. Ne? Ja, also das möchte das, ich das, sagen. Das muss man, glaube ich, das als Grundprinzip sehen. Ich frage mich manchmal, ich weiß, als ich 52 in den Rat der Stadt kam, da waren von den, angenommen, ich sag mal 30 Amtsleitern, die wir hatten, die so ein Amtsdirektor gab es dann. Amtsleitern, da waren vielleicht von den 20 oder 30 waren vielleicht 4, die schon irgendwie wann mal von 45 noch übrig geblieben waren, Amtsleiter geworden sind. Aber sonst waren alle entweder indifferent, schlossen sich noch keiner Partei an oder waren anders politisch eingestellt. Und wie sich das gewandelt hat so auf einmal, ich wundere mich leider, dass so viele junge, intelligente Leute auch den Weg zur SPD gefunden haben, obwohl dass man das vom Elternhaus her nicht sagen konnte, denn so viele Sozialdemokraten hat es ja vor 33 nicht gegeben. Das ist irgendwie, ich kann mir denken, dass unsere politische Spitze im Bund, also in der Bundesrepublik, auch nicht ganz unbeteiligt war, denn Kurt Schumacher hat ja doch ungeheuer, obwohl es nicht mein Mann war, in dem Sinne, ich meine, ich habe ihn als Person geschätzt, aber seine theoretischen Auffassungen waren mir etwas, wie soll man sagen, er prägte ja das Nationale und ich war mir international eingestellt, aber dieses von Schumacher hat vielleicht damals schon viele Leute angezogen, die das Nationale eben nicht ganz vergessen haben. Und die das nicht noch nicht ganz abgelegt hatten. Und in Kurt Schumacher sahen sie wirklich den Mann, der ja nun auch schließlich der Sozialdemokratischen Partei angehörte und zudem noch national war, das war für viele Leute
zumindest kein Bolschewist. Ne? Der, wie Albert sagte, eben auch sehr viel mit Adenauer, möchte man sagen, sehr viel dafür getan hat, dass die Gefangenen zurückgekommen sind. Ja, wir müssen jetzt raus hier, die stehen ja, schon ja, vor der Tür. Ja, ne? Ach, du,